Na, hat euch der Zusammenschnitt vom Gartenjahr 2016 gefallen? Hoffen wir es mal. Unheimlich schnell, ne? Wie schnell so ein Gartenjahr vorbeigeht. Und Anfang des Jahres waren wir noch zu zweit und jetzt Ende des Jahres sind wir glücklich zu dritt. Und ja, das ist auch mit ein Grund, habt ihr bestimmt schon gemerkt, warum wir nicht mehr dazu kommen, alle Kommentare zu beantworten. Also das ist nichts Persönliches, uns fehlt einfach gerade die Zeit dazu. Aber wir möchten das Video auch dazu nutzen, uns herzlich bei euch zu bedanken, weil wir würden zwar gärtnern und wir würden auch die Videos machen, aber ohne euch wäre das nicht das gleiche Jahr gewesen. Also vielen, vielen Dank für eure Likes, für eure Abos, dass ihr so treu, ja immer treu zuschaut und die Videos auch kommentiert und uns euer Feedback gibt. Das ist für uns wirklich wertvoll. Auch, dass ihr euch untereinander austauscht in den Kommentaren. Echt klasse. Also da ist eine Community entstanden, die unser Herz berührt. Also herzlichen Dank. Ein weiteres großes Dankeschön geht an die Zuschauerschaft aus der Schweiz und aus Österreich. Wir wussten gar nicht, dass wir da auch so viele Zuschauer haben. Dankeschön und schöne Grüße in den Süden. Und an der Stelle auch ein Dankeschön an unseren ersten Patron. Ein weiterer Gruß und Dank geht an die Garten-YouTuber. Ich glaube, dieses Jahr konnte man es besonders gut merken, wie sich das Ganze vernetzt hat, wie die Leute untereinander sich sehr ausgetauscht haben, also jetzt die YouTuber. Und ein besonderer Dank und Gruß geht von uns aus an den Max vom Kanal Der Gartenkanal, unten in der Infobox verlinkt. Falls ihr den noch nicht im Abo habt, schaut mal rein. Wie ihr ja wisst, hatten wir dieses Jahr oder Ende des Jahres nicht mehr so das Zeitkontingent. Und wenn der Max nicht da gewesen wäre, ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich keinen Garten-Adventskalender der YouTuber dieses Jahr gehabt. Der Kalender ist jetzt gerade ausgelaufen und ich denke, ihr habt ihn alle gesehen. Da konnte man ja eine Menge abstauben. Der Max hat tatkräftig angepackt und richtig, ja, das Projekt nach vorne getrieben, damit es überhaupt an den Start gehen konnte. Also vielen, vielen lieben Dank, Max, und immer wieder gerne arbeiten wir mit dir zusammen an Projekten. Wir könnten natürlich noch einige andere aufzählen. Wen wir aber auf jeden Fall nicht vergessen wollen, sind die beiden Selbstversorger. Also einmal geht nochmal ein Gruß und ein Dank an den Florian vom Kanal der Selbstversorger Rigotti, weil mit ihm haben wir auch viel Austausch und das ist echt klasse. Und ein Gruß und ein Dank an den Ralf vom Selbstversorgerkanal. Den Ralf durften wir im Sommer besuchen, seinen Garten mal filmen, also einen Gartenrundgang machen und ein Interview haben wir auch gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut auch mal unten in der Infobox. Das war echt klasse. Ja, da war noch Sommer und da war noch warm. Das schaut man sich vielleicht jetzt auch gerade sehr gerne an. Wir würden gerne dieses Video abschließend auch noch dafür nutzen, von euch eine Bewertung oder eine Evaluation einzuholen. Also sagt uns doch bitte gerne, was können wir noch besser machen? Was gefällt euch nicht so? Was wäre noch zu optimieren? Und welche Themen haben euch bisher vielleicht gefehlt? Was würdet ihr gerne sehen? Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da unten in den Kommentaren was dazu hinterlasst. Lasst euch ruhig einfach aus. So, 2016 ist jetzt vorbei. Wir sehen uns 2017 wieder. Und wir haben natürlich, wie ihr das kennt, noch was verlinkt. Einmal hier oben den Jahresrückblick vom letzten Jahr. Ist vielleicht ganz cool, so im Vergleich. Hier unten haben wir noch den Gartenrundgang vom Dezember. Da könnt ihr euch auch nochmal anschauen, falls ihr den noch nicht gesehen habt, weil ihr vielleicht Weihnachten so viel beschäftigt wart, keine Ahnung. Und wenn ihr aktuell immer mal ein paar Bilder sehen möchtet, dann schaut mal hier auf Instagram. Da posten wir immer zwischendurch ein paar Fotos, auch von dem, was bei uns so in der Küche passiert. Also, was auf den Teller kommt. Also dann, guten Übergang, guten Rutsch und bis ins neue Jahr. Tschüss!